was ich jetzt auch öfter schon auf der Messe gesehen habe bei verschiedenen Firmen, sind halt so Lizenzvergaben. Hat Märklin da auch etwas? Wir haben die Lizenz der Bundesliga 2017-2018 erworben. Das heißt, wir stellen jetzt nicht eine eigene Mannschaft, sondern wir stellen 18 Waggons her mit den einzelnen Bundesliga-Vereinen. Und ich würde sagen, das zeige ich Ihnen jetzt. Oh, da bin ich interessiert, da freue ich mich drauf. Ja. Hier sind wir bei der Bundesliga. Genau. Wir haben also insgesamt 18 Wagen. Wir haben jetzt hier die Reihenfolge so aufgebaut wie die aktuelle Bundesliga. Das heißt also, wir werden heute sicherlich noch die Tabelle hier aktualisieren. Etwas verändern, genau. Es gibt also insgesamt 3 Wagensets mit jeweils 6 Wagen und natürlich dann auch eine Lokomotive. Diese Lokomotive ist also dann das Zugpferd der Bundesliga. Das heißt also, so wie Sie es jetzt hier gerade auch ausstellen, kann dann der Kunde auch jeden Samstag sich seine Waggons immer so zusammenstellen, wie gerade die Bundesliga aktuell ist. So ist eigentlich auch unsere Idee. Spielerisch damit. Und ich sage mal so, spielerische Spielzüge ist ja auch eine zweideutige Geschichte. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Ja. Es war ein ganz hervorragendes und lustiges Gespräch. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Gerne. Dann werden Sie wahrscheinlich wieder mit ganz vielen Neuigkeiten auch wieder hier auf der Spielwarenmesse sein. Da können Sie sicher sein. Dankeschön. Danke. Danke.